Attenzione, prego, imbarchiamo il volo Alitalia 404 per Zurigo. Attention, please, we're now boarding Alitalia flight 404 to Zurich. Arrivederci. Alitalia 404, Mailand, Zürich. 30 Minuten, ein kurzer Flug, nicht der Rede wert. Einchecken, Bordkarte, einsteigen. Die Business Class meist besser besetzt als Economy. Bordroutine wie gehabt. Die Gedanken schon zu Hause. Ein ganz normaler Flug, wie er sich täglich x-fach wiederholt. Auch am 14. November 1990 scheint, noch kurz vor der Landung, nichts darauf hinzudeuten, dass die tägliche Flugroutine in wenigen Augenblicken brutal gestört werden wird. Di porre lo schienale della poltrona in posizione verticale e di mantenere le cinture allacciate fino a quando l'apposito segnale verrà spento. Alitalia ringrazia i signori passeggeri. Um 20.13 Uhr Lokalzeit streift die DC-9 oberhalb des Dorfes Weyach die ersten Bäume, verliert den rechten Flügel, dreht sich nach rechts um die Längsachse und bohrt sich überschlagend in den bewaldeten Steilhang des Stadlerberges. Die Flughafenfeuerwehr ist in Rekordzeit an der Unfallstelle. Die Rettungsarbeit ist x-fach geübt, alles geht schnell und professionell, aber vergebens. 46 Passagiere und Besatzungsmitglieder hatten nie eine Überlebenschance. Und die Hinterbliebenen von 46 Menschen nie eine Chance, Abschied zu nehmen. Mit der Realität schonungsloser konfrontiert sind die Angestellten am Welcome Desk. Ihr Beruf ist es, Fragen zu beantworten, die vielfach mit Ungeduld, Ärger und Unverständnis gepaart sind. An diesem Abend weicht die Ungeduld der Angst. Die beiden diensthabenden Damen haben die Anweisung, in solchen Fällen keine Panik aufkommen zu lassen und die Wartenden nach Möglichkeit zu beruhigen. Ich hatte eine ältere Dame, also älter. Für meinen Begriff ältere Dame, und die ist zu mir an den Schalter gekommen und hat gefragt nach der Alitalia. Sie hat eine Flugnummer, so aber gar gewusst. Und als ich ihr gesagt habe, sie müsse nicht Angst haben, wir wissen einfach im Moment noch nichts genau. Wir wissen, dass irgendetwas nicht ganz stimmt, aber ja, es müsse nicht immer das Schlimmste erwarten, hat sie mir einen Satz gesagt. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Lehn. Ich finde es gut, was ihr mir da sagt, aber ich spüre es, dass mein Mann tot ist. Wir haben so eine innige Beziehung, dass ich weiss, dass ich meinen Mann nie mehr sehen werde. Und die Dame ist vom Schalter weggelaufen, hat sich bedankt. Und die habe ich dann ganz oben nie mehr gesehen. Gegen 20.30 Uhr fährt Frau Anderson mit ihrem Sohn Jason am Terminal A vor. Wie schon oft will sie ihren Mann abholen, der normalerweise immer zeitungslesend vor der Ankunftshalle steht. Da er nicht zu sehen ist, schickt sie zuerst ihren Sohn hinein, der kann seinen Vater nirgends entdecken und kehrt ratlos zum Wagen zurück. Daraufhin lässt die Mutter den Jungen im Auto warten, um sich selber zu erkundigen. Ich bin dann zu der Swiss Informations- und Welcome Desk
Und ich meine, das ist mir ja alles sehr vertraut, weil ich ja so lange bei der Swissair gearbeitet habe und ich kenne genau Reaktionen, wie man so ist und so und fragt, denn was ist mit Alitalia? Wieso hat sie Verspätung? Und die Gesichter blieben sehr anders. Also ich war irgendwie betroffen schon durch die Ernstigkeit, aber ich habe gesagt, ja, macht keinen Spaß. Da, also ist da was passiert und bin dann und sagte, ja, können Sie das zu der Alitalia an? Da bin dann die Rolltreppe hoch. Also, ein Mann ist mir von hinten vorbeigerast und sagt mir so im Fabico, Alitalia wäre abgestürzt. Und dann habe ich gedacht, mein Gott. Dann bin ich zu der Alitalia geschaut und sage, Fräulein, ich sage, ich habe da was Schlimmes gehört, da ist was passiert. Ist das wahr, dass die Alitalia abgestürzt ist? Und die reagiert so intensiv, dass sie mir ausschreit und sagt, von wem haben Sie das gehört? Ich sage, ich würde gern mehr wissen, weil ich habe das Kind im Auto. Wenn was Schlimmes ist, dann würde ich das Kind doch nicht damit konfrontieren, gerade. Dann sagt sie, holen Sie das Kind aus dem Auto und warten Sie da. Und so bin ich dann im Grunde zu der Realität gekommen, dass da wirklich, wirklich was nicht stimmt. Und dann habe ich gedacht, also wenn das stimmt, dann muss ich hier weg. Aufgewühlt fährt Frau Anderson nach Hause. Dann habe ich müssen einfach passiv abwarten. Und die Wartezeit war furchtbar, weil es war ja unsicher bis lange, lange Zeit. Ich glaube, es war dann, da wurde natürlich hin und her telefoniert, Freunde haben gewusst, Bobby ist auf dem Flüger und die haben angerufen und das war natürlich ein sehr emotioneller Moment. Und dann habe ich dann um 11:30 ganz offiziell vom Fernsehen vernommen, keine Überlebende. Und man hat mich ja das Beruhigungsmedikament schon gegeben, das ist ja ganz klar. Aber bis das letzte Wort durchgegangen ist, das war also schon sehr hart. Und dann hat man mich ins Bett verfrachtet. Man hat also, die Nachbarin hat mit mir hier hat sie eine Matratze angelegt und hat dann hier geschlafen. Der Jason ist dann am nächsten Morgen hat man ihm das müssen sagen. Er ist ja reingekommen und dann hat er dann gefragt, wo ist denn Papi? Hat er seine Maschine verpasst? Und dann hat man das dann eben müssen sagen, das war sehr hart. Ja. Das Tageslicht des 15. November zeigt die Wunde im Nordhang des Stadlerberges. Trauer und ohnmächtige Wut der Hinterbliebenen sind in Trümmern begraben, in denen auch Antworten auf die Unfallursache verborgen sind. So kommt mit dem Schock schon bald die Frage nach der Absturzursache. Das dem Bundesrat direkt unterstellte Büro für Flugunfalluntersuchung setzt eine komplexe Untersuchungsmaschinerie in Gang. Die ersten Spuren deuten darauf hin, dass ein Terroranschlag ausgeschlossen werden kann. Es macht den Anschein, als ob die DC-9 kontrolliert in den Stadlerberg geflogen sei. Cockpit Voice Recorder und Flugdatenschreiber werden gefunden und zur Auswertung nach England gebracht. Der Datenschreiber, im Volksmund Blackbox genannt, befindet sich in dieser gelben Box. Sie ist extrem schlagfest, muss 36 Stunden eine Meerestiefe von 20.000 Fuß und 30 Minuten eine Temperatur von 1.100 Grad Celsius schadlos überstehen können. Die Flugdaten der Alitalia waren, wie hier, auf einem Magnetstreifen gespeichert und konnten, im Gegensatz zum Voice Recorder, problemlos ausgewertet werden. Der Ausdruck des Schreibers bestätigt die Vermutung, dass sich die DC-9 beim Aufprall in normaler Landestellung befunden haben muss. Hier die konstante Sinkrate, aber eben 300 bis 400 Meter tiefer als gewöhnlich.
und hier der exakt auf die Pistenachse ausgerichtete Landekurs. Interessant ist, dass rund 20 Sekunden vor dem Aufprall die Flugzeugnase kurz hochgezogen und wieder gesenkt und gleichzeitig auf beiden Triebwerken Schub gegeben und gleich wieder zurückgenommen wurde. Besuch bei Familie Bürgler. Die Wohnung ist neu. Bürglers sind rund einen Monat vor dem Flugzeugabsturz, bei dem Emil Bürgler sein Leben verliert, hier eingezogen. Den Tod erfährt die Familie erst am Morgen nach der Katastrophe. In den folgenden Tagen ist die Wohnung das Zentrum großer Anteilnahme und Verbundenheit. 10 Monate nach diesen bewegenden Zeiten erinnern sich die Bürglers. Von den näheren Freunden haben einfach alles Bedürfnis gehabt, so lange wie möglich bei uns zu sein und mit uns die Stunde zu verbringen. Zum Teil eben eine ganze Nacht. Einfach das erste Mal der Schock, nachher hat man einfach einen riesen Mur von sich, weil jemand plötzlich weggegangen ist, wo eigentlich vorher voll integriert war im Leben, im Alltagsprozess, auch der Familie drin. Der ist einfach oftmals nicht mehr da. Und plötzlich ist man allein verantwortlich für alles. Man hat keinen Partner mehr, um darüber zu sprechen. Was kann ich, was darf ich, was muss ich machen? Und jetzt eben zum Beispiel jetzt gerade auf den Tod hin ist für mich, ich habe jetzt 20 Jahre lang wirklich in einer extrem heilen Welt gelebt. Für mich hat es, also Tod und schwere Krankheiten hat es gegeben, aber es war immer etwas für die anderen gewesen. Und bei uns, das gibt es bei uns nicht. Und so, jetzt habe ich es müssen erfahren und eben, ich bin aus allen Wolken rausgefallen, oder? Durch das. Obwohl ich muss sagen, es ist andererseits wieder eine sehr gute Erfahrung, weil die Stellung gegenüber dem Leben, die kann nicht einfach so heil und unberührt sein, oder? Also es ist wohl in Zürich passiert, aber das ist gleich irgendwo. Man war nicht dabei gewesen, man hat es nicht miterlebt an für sich, hat es nicht gesehen, man war nicht draußen gewesen. Und als ich die Gegenstände abgeholt habe, habe ich das erste Mal gemerkt, dass das erste Mal eine Bestätigung hatte, eigentlich, dass mein Vater drin war, eigentlich. Es ist nicht so zurückgekommen, wie er es selber zurückgebracht hätte. Also so Schmuck ist angeschwärzt gewesen, der Pass ist verkrugelt und auch verbrannt gewesen. Also, und dann hat man wirklich gemerkt, das ist nicht nur wir haben ihn verloren, sondern auch der Beweis, einfach, dass wirklich etwas extrem Schlimmes passiert ist und das kommt man irgendwie zurück über. Ja, das ist im Moment sehr schmerzvoll. Das ist recht eingefahren. Was von der DC-9 noch übrig geblieben ist, wird in einer Traglufthalle auf dem Flughafen Zürich-Kloten gesammelt und dem Flugzeuggrundriss entsprechend ausgelegt. Für die Leute, die hier arbeiten, dient der Trümmerfriedhof der Ursachenforschung. Hier laufen anfänglich alle Fäden zusammen. Von hier aus werden fortführende Ermittlungen in Auftrag gegeben. In den Räumen des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich wird mit Hilfe neuester Technologie nach verräterischen Spuren gesucht. Die hier arbeitenden Spezialisten genießen weltweit hohes Ansehen und werden noch immer wieder zur Klärung von Flugzeugabstürzen beigezogen. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit und aggressivem Spürsinn werden Fasern, Splitter, Tröpfchen oder Kratzer akribisch unter die Lupe genommen. Man sucht nach kalten Lötstellen, wühlt in verkohlten Kabelkanälen oder ortet unterbrochene Schalterkontakte. Im Falle der Alitalia konzentrierte man sich bei der Ursachenforschung schon bald einmal auf die Navigationsgeräte, nachdem man aber erst einmal Auslegeordnungen geschaffen hatte. Wir sehen hier den Situationsplan von der Absturzstelle. Alle Teile, die man gefunden hat, nummeriert und so nachher hier eingetragen. Man hat hier vorne das Haupttrümmerfeld und sieht hier unten den Anflug von der Seite. Dazu hat es die ersten Bäume gehabt, horizontal. Und hier die zweite mit dem linken Flügel. Man sieht hier im Detail das rechte Triebwerk, das abgerissen hat. Das Heckteil mit dem linken Triebwerk noch wirklich intakt. Die wichtigsten Sachen
sind hier der Flight Data Recorder und hier der Cockpit Voice Recorder. Für uns, die Pipelluntersuchung, ist sehr wichtig, hier oben, außerhalb des Hauptrümmerfelds, das A2, das ist der HSI vom Captain. Und so wurde der HSI, ein Navigationsgerät des Captains, im nassen Waldboden gefunden. Ein Fund von zentraler Bedeutung. Wir haben hier das aufgefundene Instrument, teilweise zerlegt. Das sieht der Captain so vor sich. Oben hat es zwei Distanzmesstrommeln. Hier eine Gleitweganzeige. Das sind die Punkte, die für unsere Untersuchung wichtig sind. Bei den oberhalb des Gerätes liegenden Distanzmesstrommeln fanden sich unter dem Mikroskop Schleifspuren auf den einzelnen Ziffern. Das lässt darauf schließen, dass beide Trommeln beim Crash in einer Rotationsbewegung waren. Was das zu bedeuten hat, wird sich noch im Verlaufe der fortschreitenden Untersuchung erweisen. Das zentrale Augenmerk richtet sich aber auf die aus dem Gerät herausgelöste Skala der Gleitweganzeige. Unter dem Mikroskop werden Kratzspuren sichtbar, die den Untersuchungsfortgang wesentlich beeinflussen werden. Die Spuren, die wir unter dem Mikroskop gesehen haben, haben wir hier nachvollzogen. Genau masstechnisch. Das ist der Hauptspurenkomplex, wo der Zeiger vermutlich angeschlagen hat, wo er in die ersten Bäume ist. Und dann sind die weiteren Ausschläge gekommen. Das heisst, der Zeiger dürfte in der Position gewesen sein, wo der Unfall erfolgt ist. Das Flag, das zeigen würde, dass das Instrument nicht gültig ist, ist unseres Erachtens hinter der Maske versteckt gewesen, weil wir da absolut keine rote Spuren gefunden haben, jedoch hinter der Maske. Die Crew hat mit guter Treue und Glauben können annehmen, dass das eine Anzeige ist. Selected on the selector panel. Die Erkenntnisse der Zürcher Spurensucher bestätigen die Vermutungen der Arbeitsgruppe Flugbetrieb, die sich unter anderem mit den Vorgängen im Cockpit beschäftigt. Unter den verschiedenen Szenarien konzentriert man sich immer mehr auf die Möglichkeit einer falschen Gleitweganzeige. In einem DC-9-Simulator in Großbritannien werden die Instrumente entsprechend präpariert. Aufgrund der Daten von Flugschreiber, Radaraufzeichnung und Cockpit Voice Recorder kann der Flug von Alitalia 404 genau nachvollzogen werden. Wir haben im Simulator eine Anzeige eingebaut, wo man bis anhin denkt, das gibt es gar nicht. Und siehe da, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben den Anflug mehrmals geflogen mit dem Simulator hier. Mit dem Autopilot vom Simulator und es ist genau aufgegangen. Leider. Leider. Um zu sehen, was da genau aufgegangen ist, fliegen wir für eine Instrumentenfluglandung bei Tageslicht die Piste 14 an. An diesem Punkt haben wir eine Höhe von ca. 4000 Fuß und können Stadlerberg und Piste gut erkennen. Für eine Instrumentenlandung braucht es nun zwei Sender. Einer, der in der verlängerten Pistenachse sendet, der sogenannte Localizer, und einer, der vom Pistenanfang aus in einem Winkel von 3 Grad schräg nach oben strahlt, der sogenannte Glide Slope. Die Schnittlinie der beiden Sender ergibt den Gleitweg, der zur Pistenschwelle führt. Die Pistenachse befindet sich etwas links von unserem Standort, das zeigt auf unserem Instrument auch die nach links versetzte gelbe Nadel an. Sie wandert in die Mitte, wenn wir auf dem Localizer, also auf der verlängerten Pistenachse sind. Hier ist der Gleitweg noch über uns. Deshalb ist die rote Gleitwegnadel auch noch im oberen Bereich der Skala. Geradeaus weitergeflogen treffen wir dann auf den Gleitweg, wenn auch die rote Nadel genau in der Mitte, folglich die Piste genau im Fadenkreuz ist.
Auf unserem Instrument lesen wir die Entfernung von der Piste ab. 8 Meilen. Hier sind wir nun 8 Meilen von der Pistenschwelle entfernt. Dort, wo sich die Alitalia am 14. November kurz nach 20 Uhr befunden hat. Es ist stockdunkle Nacht, aber die Pistenbeleuchtung ist klar zu erkennen. Das Navigationsinstrument zeigt Localizer und Glide Slope zentriert. Die Maschine sollte sich also auf dem Gleitweg befinden. Tatsächlich befinden wir uns in der verlängerten Pistenachse. Aber der Gleitweg liegt mehr als 1000 Fuß über uns. Die Anzeige ist also falsch. Und wenn die Sinkrate konstant beibehalten wird, fliegt der Autopilot die Maschine unweigerlich in den Stadlerberg. Während die technische Bewältigung des Unfallgeschehens voranschreitet, die Medien sich wieder anderen Ereignissen zuwenden, kommt auch für Maria Bürgler der Alltag langsam wieder ins Bewusstsein. Ein Alltag, den man sich erst einmal erarbeiten muss. Den Wochenendsitz will sie zuerst spontan verkaufen, doch nachbarliche Anteilnahme im Camp vermag sie wieder umzustimmen. Aber nicht immer und überall sind Freunde da, um schützende Unterstützung zu gewähren. Also anfänglich hat man das Gefühl, man kann überhaupt nie mehr aus dem Haus gehen. Das ist irgendwo der totale Tiefschlag. Die ersten paar Mal habe ich immer jemanden mitgenommen, meine Tochter oder den Sohn. Und dann es kommt einfach wieder so, dass man sich wieder aufrappelt und sagt sich, nein, jetzt musst du also wieder auf die Füße stehen, jetzt geht's wieder. Wenn man Glück hat, dass man niemanden trifft, dann ist man am Anfang richtig froh. Man hat ja im Prinzip ja selber Angst vor der Konfrontation. Aber dann, wo ich gemerkt habe, ich bin einfach einmal heimgekommen, wo ich allein Posten war, da war meine Tochter daheim gewesen, und dort ist mir also ganz elend gegangen und da habe ich einfach gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin aussätzig. Also wie, wenn die Leute mich würden einfach meiden. Und da hat es bei mir einfach angefangen zu schalten und dachte so kann man das nicht weitermachen, weil ich bin ein spontaner Typ, ich will mit den Leuten reden und das habe ich einfach nicht vertragen. Und dann habe ich mich einfach geändert und dann haben sie mir ja nicht mehr aus dem Weg können gehen, wenn ich auf sie zugegangen bin. Und wie haben denn die Leute reagiert? Eigentlich dann ganz normal. Ganz normal. Sie haben mich gefragt, wie es mir geht, persönlich. Und wie sonst alles aus. Dann ist der Bann gebrochen gewesen. Effektiv. Der Jason hat mich rausgeholt, aus dem schwarzen Tunnel raus. Weil meine Kräfte sind weg gewesen und ich bin eine sehr aktive Frau. Also ich tue sehr gern also mit den Händen krampfen. Die haben immer gelacht im Dorf. Da geht sie wieder mit dem Pinsel um und dann hat sie wieder was zu malen oder zu restaurieren oder irgendwas. Und wie ich dann die Schockzustand erleben musste, war alles weg. Ich konnte nur noch eigentlich sitzen. Und der Jason hat das beobachtet, scheint's. Und dann kommt so ein Satz: Mami, ich will noch nicht sterben. Dann denke ich mir, ja, natürlich nicht. Also da sage ich, nein, Jason, du musst ja noch nicht sterben. Wieso? Dann sagt er, ja, Mami, aber wenn du jetzt stirbst, was mache ich denn da? So, er hat beobachtet, also die Mutter von mir, da bin ich nicht mehr so sicher, ob die das wohl alles so schafft. Und das hat mich wachgerüttelt. Da habe ich gewusst, also wenn schon, dann schon. Das Kind hat das Recht auf dem Leben und ich bin verantwortlich. Also da muss ich jetzt doch mal anbeissen. Ich wollte für Jason wieder eine lachende Mutter sein, was er gewöhnt war. Und einfach, dass er merkt, das Leben geht trotzdem weiter. Die Unfalluntersuchung konzentriert sich in der Folge auf die Navigationsgeräte. Die technischen Unterlagen der DC-9 ergeben, dass nach der Rückkehr aus Frankfurt und vor dem Flug nach Zürich in Mailand beide Navigationsempfänger wegen kleiner Funktionsfehler ausgewechselt worden sind. Wir haben hier das Auswechseln eines solchen Empfängers nachgestellt. Wie unser Gerät hier kamen beide Empfänger aus dem Ersatzteillager und wurden von 2 Alitalia-Mechanikern in den Bauch der DC-9 eingebaut. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass das Auswechseln der Geräte nicht korrekt durchgeführt worden wäre.
Es gibt auch keine Hinweise, dass der eine Empfänger schon defekt aus dem Lager kam. Zum vorgeschriebenen Auswechslungsverfahren gehört auch ein Funktionstest. Mit einem Knopfdruck wird ein internes Testsignal erzeugt und der Localizer und Glideslope-Empfänger können so künstlich überprüft werden. Der Mechaniker muss dabei den Testverlauf auf dem entsprechenden Instrument im Cockpit überwachen. Es gibt auch hier keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der beiden Alitalia-Angestellten. Nach dem Test wurde die Maschine zudem den Vorschriften entsprechend für ein Anflugverfahren freigegeben, bei dem beide Navigationsgeräte gleichzeitig benutzt werden müssen. Tatsache ist, dass durch den hohen Zerstörungsgrad des Empfängers nicht mehr festgestellt werden kann, wo, wann und wie der verhängnisvolle Defekt entstanden ist. Es genügt nicht, um einen Unfall aufzubauen, der Fehler, nicht wahr? Immerhin im Cockpit sind noch zwei Piloten, die andere Geräte haben, die Cross-Check machen können, die die Anzeigen, die sie haben, überprüfen, die müssen überprüfen, was die Geräte anzeigen. Also das heisst, es ist nicht ein genügender Faktor, es ist aber klar ein sehr großer mitwirkender Faktor, der Fehler von diesen Geräten. Wenn bis anhin die Meinung vorherrschte, die falsche Glideslope-Anzeige sei ein bisher unbekanntes Phänomen, so belegen nun plötzlich auftauchende Dokumente, dass dieser Mangel schon lange bekannt war. 1975 machte der Gerätehersteller Collins auf eben diese Fehlanzeige aufmerksam und empfahl nachdrücklich den Umbau der Geräte. Alitalia befolgte diese Empfehlung nicht. 1984 dann ein Schreiben des Flugzeugherstellers Douglas, allerdings nur in Form eines Briefes an seine Kunden und nicht mit einer Mitteilung an die Luftaufsichtsbehörde. Die Art des Briefes hat zudem die Alitalia möglicherweise auf das Problem zu wenig aufmerksam gemacht. Das Unglücksgerät des im Brief ebenfalls erwähnten Herstellers King wurde zu jenem Zeitpunkt nur in Flugzeugen der Alitalia-Tochtergesellschaft ATI eingesetzt und gelangte erst 1989 durch Flugzeugübernahme in die Maschinen der Alitalia. Eine weitere Chance, die Sache zu bereinigen, bot sich nochmals im Jahre 1985, als Douglas ein Seminar zu dieser Problematik veranstaltete, an dem sowohl Piloten der Alitalia wie auch der ATI teilnahmen. Trotz all dieser Briefe und Veranstaltungen hatten die beiden Piloten der Unglücks-DC-9 nie Kenntnis über mögliche Fehlanzeigen ihrer Navigationsgeräte. Der Betreiber der Flugzeuge, in diesem Fall jetzt Alitalia, hat von dem gewusst. Sie haben aber darauf verzichtet, das an die Piloten weiterzugeben, weil ihrer Meinung nach ist in den Verfahren, den fliegerischen Verfahren, das Problem bereits abdeckt. Am Stadlerberg wächst langsam Gras über die Absturzwunde. Oberhalb des Kreuzes, dort wo der Hang etwas flacher wird, stehen seit dem Frühling drei Kirschbäume, gepflanzt auf Initiative von Familie Bürgler. Diese symbolische Handlung bringt verschiedene Angehörige gemeinsam zum Stadlerberg. Das war das erste Mal, als sich die Angehörigen getroffen haben. Und es war am Anfang sehr schwierig, für alle natürlich. Man kennt sich nicht. Man ist durch ein Ereignis zusammengekommen, was ich lieber nicht passiert wäre. Und trotzdem ist es eigentlich noch ein sehr schöner Tag geworden, wo wir die Bäume gepflanzt haben. Als symbolischer Akt eigentlich an dem Ort. Wir sind anschliessend dann noch essen gegangen. Und so sind dann die ersten Kontakte zwischen den Angehörigen entstanden, die wir jetzt haben können ausbauen können. Die, glaube ich, allen Beteiligten sehr viel bringen. Approach Control Zürich-Kloten. Die Flugverkehrsleiter überwachen und lenken hier mit Hilfe ihres Radarbildes die Flugzeuge im Nahbereich des Flughafens. Sie stehen dabei mit den Piloten in Funkkontakt und müssen gleichzeitig die Flugbewegungen mit anderen Lotsen an anderen Arbeitsplätzen koordinieren. Gut, 144 kann gehen, gell? Ja, schön ist. Also 144. Gut. Swissair 709, final approach. Am Abend des 14. November 1990 sind hier kurz nach 20 Uhr ordnungsgemäß zwei Arbeitsplätze in Betrieb. Einer für abfliegende und einer für ankommende Maschinen. Seit etwa einer Viertelstunde hat der Lotse im Anflugbereich, Arrival genannt, viel zu tun. Es war der übliche Verkehr zu bewältigen, der um diese Zeit immer relativ komplex ist.
Rund 5 Minuten vor dem Unfall liegen die Finnair 863, Alitalia 404, der Business Jet Rabbit 932, Lufthansa 1834 und das Schulflugzeug Horizon 812 im Verantwortungsbereich des Controllers. Dessen Kunst ist es, die Maschinen in der eben genannten Reihenfolge in möglichst kurzen Abständen auf den Strich, das heißt die verlängerte Pistenachse und damit auf das Instrumentenlandesystem zu führen. Er weist ihnen dazu entsprechende Flughöhen, Kursrichtungen und Geschwindigkeiten zu. Alitalia 404, descend to 4000 feet, turn right heading 110, clear dial, approach runway 14, QNH 1019. 1019, 4000 feet, right turn 120 to intercept runway 14. Maintain 210, 404. 210, maintaining. Rabbit 932, desired, required speed 220. Return Rabbit 92, speed 220. Lufthansa 1834, reduced to 220. Speed 220, 1834. Der Flugverkehrsleiter betätigt sich hier hauptsächlich als Verkehrsflussmanager. Das heißt, möglichst viele Flugzeuge in möglichst kurzer Zeit ohne Warteschleifen auf den Boden zu bringen. Eine Folge des immer dichter werdenden Luftverkehrs. Die gleichzeitige Führung von 3 Verkehrs, einem leicht- und einem langsamen Propellerflugzeug, stellt hohe Anforderungen an die Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen unterschiedlichen Mindestabstände. Computerunterstützung ist hier erst in Planung. An Informationen stehen dem Lotsen auf dem Radarschirm neben der Position der Maschine noch die Geschwindigkeit und die Höhe zur Verfügung. Die Zahl 051 unter AZA 404 gibt die Höhe 5100 Fuß, die Zahl rechts daneben 24 die Geschwindigkeit, also 240 Knoten an. Alitalia 404, reduced to 180. Reduce now 180, 404. Der Flugverkehrsleiter sieht bei einer Anflugsequenz das Gesamtbild der sich fortbewegenden Flugzeuge und nicht die einzelnen Zahlenwerte. Wenn vor dem Eindrehen auf die Pistenachse die Einhaltung der zugewiesenen Höhe noch bewusst kontrolliert wird, so achtet der Lotse beim Endanflug in erster Linie auf die Abstände, zumal die Piloten, wenn sie auf dem Gleitpfad etabliert sind, für die Korrektheit des Landeanflugs selbst verantwortlich sind. Die Längsstaffelung auf dem Strich muss vom optischen Eindruck her stimmen. In der Fülle der Informationen fallen einzelne Zahlen nicht auf, wenn man nicht speziell darauf achtet. Und die Alitalia war, optisch gesehen, immer am richtigen Ort. Die Abstände stimmten und im Funkkontakt mit dem Piloten war nie eine Spur von Unsicherheit zu erkennen gewesen, was die Aufmerksamkeit des Lotsen automatisch erhöht hätte. Alitalia 404, reduce to 160 knots. Reduce 160. Der Flugverkehrsleiter hat immer das gesamte Radarbild vor sich. Wir hingegen können nun nachträglich im Wissen um das Unfallgeschehen unsere Aufmerksamkeit mit Hilfe der Kamera bewusst auf die Alitalia-Daten richten. Wir sehen, dass die Maschine ständig absinkt, anstatt noch weitere 3 Meilen auf 4000 Fuß zu bleiben. Finnair 863? Keine Antwort von Finnair. Rabbit 932 wird für den Landeanflug freigegeben. Rabbit 932, turn left heading 160, clear direct approach 14, report established. Left 160, call established, turn left 14, Rabbit 932. Alles scheint am richtigen Ort. Zeit, um mit dem zweiten Flugverkehrsleiter die Abflugsequenz einer startenden Maschine koordinieren zu können. Nun meldet sich die Finnair doch noch. Finnair 863, automatic inbound. Yeah, change the tower 18-1, please. Jetzt macht die Lufthansa Probleme. Der Funkkontakt wird gestört, sodass die Aufforderung zum Absinken und Geschwindigkeitsreduzieren wiederholt werden muss. Sorry, Lufthansa 1834, you have been blocked out. I say again, descend to 4000 feet, reduce to 180 knots. Sir, we are 5 for 4180 knots, Lufthansa 1834. Horizon 812. Das optische Bild stimmt aber nach wie vor. Die Horizon kann jetzt zum Strich geführt werden, während die Alitalia im richtigen Abstand zur Finnair auf die Turmfrequenz verwiesen wird, auf der beinahe gleichen Höhe wie die Finnair. Alitalia 404, speed reduction as convenient, 4 miles behind the DC-9er, contact tower, 18-1, good night. 1182 and goodbye. Rabbit 932, speed back 160. Roger, reducing Rabbit 932.
Das Verschwinden des Radarsignals der Alitalia wird mit ungläubigem Staunen registriert. Die Controller versuchen herauszufinden, was passiert ist. Alitalia 404 wird mehrmals erfolglos aufgerufen. Alitalia 404? Schließlich die Anfrage an Rabbit 932, ob sie etwa 2 Meilen vor sich ein anderes Flugzeug hätten. Rabbit 932, do you have an aircraft in sight about 2 miles ahead of you? Dabei. Die Antwort löst den Großalarm aus. There is a fire on ground, but there is no traffic in sight. Die Erkenntnis sind, dass keine primäre Ursache bei der Flugsicherung liegt. Also der Flugverkehrsleiter, er hat keine falsche Anweisung gegeben, wie zum Beispiel eine falsche Höhezuteilung, die dann als Primärursache bezeichnet werden könnte. Wir haben aber müssen feststellen, dass das Sicherheitsnetz der Flugsicherung versagt hat. Es ist ja auch keine Warnung vom Boden, dass das Flugzeug eben unkontrolliert absinkt. Das Zurückfinden ins Alltagsleben heißt für Frau Anderson auch Rückkehr in die Arbeitswelt. Für sie ist dieser Schritt besonders schwierig, denn ihr letzter Arbeitsort war der Flughafen. Ein Ort, an dem sie gern gearbeitet hat. Ein Ort, an den sie schließlich wieder zurückkehrt, um im Dienstleistungsbereich tätig zu sein. Keine einfache Rückkehr. Hat auch Frau Anderson auf dem Flughafen seinerzeit ihren Mann kennengelernt. Und da sind so viele Erinnerungen verbunden. Denn nachher, ich kriege auf der einen Seite von der Halle kriege ich das Jawort und gerade gegenüber ist Alitalia-Schalter und da habe ich dann den Tod erfahren. Und das sind zwei so alles eigentlich da. Aber das, wenn man, da habe ich wieder durchbissen, dass man da durchkommt. Und ich meine, jetzt verkrafte ich das einfach, dass man da vorbeiläuft. Das ist die Erinnerung und das ist die Erinnerung. Am Anfang weiß ich noch gut, wie ich bei den Flügeln gestanden bin. Dann haben wir gedacht, das ist, wir machen das. So, man sieht ja immer, genauso oft wegen Vorfahren, man sieht die Person sehr lange noch kommen oder stehen. Und das eben sind Momente, das muss man buchstäblich, muss man das mit dem Hirn sagen, es ist nicht möglich, es kann nicht sein, es ist vorbei, es kommt nicht mehr zurück. Annäherung an den Flughafen auch bei Familie Bürgler. Tochter Claudia war in Griechenland in den Ferien und wird jetzt von Mutter und Bruder abgeholt. Es ist gerade Landung aufgeleuchtet, Frau Bürgler. Ja, eben. Genau das ist es. Und das ist mir steif vom Herzen gefallen, muss ich sagen. Ich habe irgendwo im Hintergrund einfach krampft sich der Magen zusammen. Wie war das, wo Ihre Tochter gesagt hat, sie will jetzt in die Ferien und wieder fliegen? Ich kann sie nicht zurückhalten, das gehört zum Leben. Ich muss sie gehen und ich werde irgendwann auch wieder gehen. Wo sie gegangen ist, ist sie nicht, sicher nicht so wohl gewesen. Nein, ist mir nicht wohl gewesen. Aber ich glaube, bei uns sitzt der Schock so tief, dass man den Abflug eher noch leichter macht, als jetzt nach Hause kommt. Das kommt einfach immer wieder rauf. Als ich jetzt die Verspätung gelesen habe, wollte ich es nicht sagen, aber ich hatte ganz nasse Hände. Aber das Wort Landing ist für mich schon jetzt wieder positiv. Jetzt warten wir, bis sie kommt. Ja. Ja, wie ist es? Gut sein. Der Cockpit Voice Recorder wurde fast gleichzeitig mit dem Flugdatenschreiber gefunden. Die Auswertung dauerte aber erheblich länger, da die Position des Mikrofons im Cockpit viele Gesprächsteile schwer verständlich machte. Zudem unterhielten sich die Piloten größtenteils in italienischem Dialekt und verschiedene Arbeitsabläufe konnten nur anhand von Geräuschen analysiert werden. Aufgrund dieser Aufnahmen kann man aber feststellen, dass beide Piloten voll bei der Sache zu sein schienen und die Gespräche im Cockpit sich nur um fliegerische Belange drehten. Der Captain zeigte dabei seine erfahrungsbedingte Überlegenheit und ließ es den Co-Piloten auch spüren. Es herrschte ein eigentliches Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Der Co-Pilot schien zumindest äußerlich die Schülerrolle zu akzeptieren, zumal er längere Zeit die falsche Anflugkarte vor sich hatte, was den Captain zu gönnerhaftem Tadel veranlasste. Das partnerschaftliche Teamwork, ein Sicherheitsnetz in der Fliegerei, existierte nicht. Der Co-Pilot wurde in eine passive Rolle gedrängt und war nicht in der Lage, seine eigentliche Funktion als fliegender Pilot auszuüben. In diesem Simulator haben wir aufgrund aller Erkenntnisse die letzten 5 Minuten des Unglücksfluges noch einmal nachgestellt. Alitalia 404, descend to 4000 feet, turn right heading 110, clear dialers approach runway 14, QNH 1019. 1019, 4000 feet, turn right heading 120 to intercept runway 14. Maintain 210, 404. 210 maintaining. Die DC-9 wird für die Landung vorbereitet. Höhenmesser dem aktuellen Luftdruck anpassen, Landekonfiguration setzen, Durchstartverfahren ansprechen. Schon vorher abgesprochen ist ein sogenannter Kategorie 2 Anflug, weil ja auf Veranlassung der Mechaniker in Mailand beide Navigationsempfänger überprüft werden mussten. Die Briefings der beiden Piloten sind unvollständig. Die publizierten Checkverfahren der Alitalia werden nicht eingehalten. Die Besatzung agiert, ausgehend vom Captain, mit routinierter Lässigkeit. Möglicherweise werden bei einem kurzen Blick aus dem Cockpit die Pistenlichter registriert. Alles scheint richtig zu laufen. Die selbstbewusste Haltung des Captains auf dem linken Sitz spürt man auch beim Funksprechverkehr mit dem Fluglotsen. Der Co-Pilot dagegen zeigt Unsicherheiten. Autorizzati a seguire. Autorizzati fino a 4000 piedi, dopodiché a intercettare e seguire. Allora facciamo radio approach. Vai. Alitalia 404, reduce to 180. Reducing now, 180, 404. Ce l'hai tu il glide? Sull'uno non ce l'ho. Benissimo, allora lo facciamo sull'uno. Radio 1. Flaps. In diesem Moment hat die Katastrophe schon angefangen. Um das zu analysieren, halten wir den Flug an. Kurz vor dem Erreichen der verlängerten Pistenachse schaltet der Captain auf Approach. Damit sind beide Navigationsgeräte auf den Empfang der beiden Sender für Pistenrichtung und Gleitweg geschaltet. Mit der Frage, hast du den Glide, wird klar, dass nicht beide dieselbe Gleitweganzeige haben. Die des Captains ist zentriert, beim Co-Piloten ist der Zeiger noch gar nicht sichtbar. Beide Geräte sind ohne Warnflagge. Die DC-9 befindet sich zu diesem Zeitpunkt ca. 1500 Fuß unter dem Gleitweg. Das Navigationsgerät Nummer 2 des Co-Piloten zeigt also richtig an. Mit dem Ausspruch des Captains, machen wir es auf 1, bestimmte er seine Anzeige ohne präzise Analyse als die richtige und mit dem Umschalten auf Position 1 werden nun alle Navigationsinstrumente nur noch vom Gerät Nummer 1 versorgt. Sämtliche Gleitweganzeigen sind nun zentriert und der Autopilot fliegt die Maschine nach diesen Angaben so, wie wenn sie sich auf dem effektiven Gleitweg befinden würde. Von einem Kategorie 2 Anflug keine Rede mehr. Die Crew scheint sich keinerlei Gefahr bewusst. Riduce un tantino la velocità. Alitalia 404, reduce to 160 knots. Reducing 160. Capture, lock capture, glide path capture. Quindi siamo nel fascio catturato, un po' spostati, ma... 970 anch'io. 160. Cancello e scrivo 5000. Das Fahrwerk wird ausgefahren, rund 11 Meilen vom Pistenanfang entfernt. Exakt auf der verlängerten Pistenachse, aber mehr als 1200 Fuß zu tief. Der Captain zum Co-Piloten. Ce ne abbiamo uno abbastanza vicino, metti anche 150, se no va a finire che schiaffano una riattaccata. Kommt die Katastrophe wirklich unausweichlich? Mit einem Quervergleich auf andere Instrumente hätte man sie erkannt. 11 Meilen von der Piste entfernt zeigt der Höhenmesser eine Höhe von 2300 Fuß an. Auf der Anflugkarte, die jeder Pilot neben sich hat, darf bis 8 Meilen vor der Piste die Höhe von rund 2600 Fuß nicht unterschritten werden.
C'è ghiaccio? No, no, praticamente no. Ci abbiamo 10 gradi e 10 in terra. Flaps 25. Flaps 25. Check dell'outer marker, è a 1250 piedi. Flaps 50, mettiamo 123. Bravo. .8, quasi 4 miglia. Non è passato? Non è passato l'outer marker? No, no, non ha cambiato. Oh, qui mi dà 7. Alitalia 404, speed reduction as convenient. 4 miles and a DC-9, contact tower, 18-1, good night. 1181, goodbye. Auch jetzt wäre nochmals Gelegenheit, die Katastrophe abzuwenden. Der Captain nennt die Höhe, auf der das Radiosignal des sogenannten Outer Markers durchflogen werden muss. 1250 Fuß, beinahe 4 Meilen von der Piste entfernt. Mit der schüchternen Frage, haben wir den Outer Marker schon passiert, gibt der Co-Pilot zu verstehen, dass da etwas nicht stimmen kann. Denn der Höhenmesser zeigt ihm, dass die Markerhöhe bereits unterschritten ist. Der Captain verneint, hat jetzt aber, wegen der Entfernung von 7 Meilen, erste Zweifel. Mitten in diese Zweifel kommt die Aufforderung des Controllers, auf die Turmfrequenz zu wechseln. Das mag die Bedenken möglicherweise wieder etwas zerstreut, das Gefühl der Sicherheit, einer Scheinsicherheit, wieder verstärkt haben. Che non mi torna, no, neanche a me. Tira su, tira su, tira su, tira su. Go around. No, 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 no. Fatti di il glide. Ce la fai a reggerlo? Sì. Aspetta, proviamo a rim. Die letzten 25 Sekunden sind geprägt von zunehmender Unsicherheit. Was beiden keinen Sinn machte, waren vermutlich die rotierenden Trommeln der Entfernungsmesser. Der Höhenmesser zeigt 300 Fuß über Grund. Der Captain fordert den Co-Piloten auf zu ziehen. Dieser schaltet den Autopiloten aus, gibt Gas und will durchstarten, was erwiesenermaßen die DC-9 noch gerettet hätte. Dass der Captain den Durchstart abbricht, kann nur mit dem Fehlablesen des Höhenmessers erklärt werden. Anstatt 300, 1300 Fuß. Verschiedene Unfallberichte weisen seit langem auf die Gefahr des falschen Ablesens bei diesen veralteten Höhenmessern hin. Deshalb ist in unserem Simulator noch ein zweiter, modernerer Höhenmesser eingebaut. Ist das ein unsicheres Flugzeug? Das ist kein unsicheres Flugzeug, wenn man sich an die Verfahren hält, die strikten, an die vorgeschriebenen Verfahren beim Operieren von diesem Flugzeug und seinem System. Ist es denn schwieriger zum Operieren als andere Flugzeuge? Es ist nicht schwieriger, aber das System der Flugzeuge und die Verfahren, die angewendet werden, bei der Alitalia fordern eine strikte fliegerische Disziplin. Die hat nicht so strikt funktioniert in diesem Fall? Die hat in diesem Fall nicht strikt funktioniert, sonst wäre es gar nicht zum Unfall gekommen. Technische und menschliche Fehlleistungen sind da offenbar zusammengekommen. Das ist eine Verknüpfung von Faktoren, ausgelöst durch ein technisches Problem und nachher durch operationelle Fehlleistungen von der Besatzung nicht gerettet. Wenn man so will, beginnt die Katastrophe mit der Herstellung des Navigationsgerätes, über dessen Fehlfunktion man beim Flugzeughersteller und bei der Alitalia Kenntnis hatte. Davon wusste aber die Besatzung nichts, die zudem durch fehlendes Teamwork und unfachmännisches Verhalten nicht in der Lage war, die Fehlfunktion zu erkennen. Die fragwürdige Auslegung der Schaltung der Navigationsinstrumente und ein Höhenmesser, der als sogenannter Killing Altimeter bekannt ist, haben das Fehlverhalten der Piloten mitbegünstigt. Und am Schluss blieb auch noch auf den Radarschirmen die falsche Höhe der DC-9 beim Flugverkehrsleiter unbemerkt. Es zeigt, dass Technik allein ein Unfall nicht kann verhüten. Der Mensch, sei er in der Herstellung, sei er in der Wartung, sei es am Boden und sei es vor allem im Cockpit, ist das entscheidende Element. Und den Mensch können wir einfach nicht vollkommen machen. Der Mensch ist und bleibt die grösste Fehlerquelle.
Der gemeinsame Gang zum Berg ist für die Hinterbliebenen in der Zwischenzeit zur Tradition geworden. So idyllisch und friedlich diese Bilder auch sein mögen, das Geschehen ist noch lange nicht verarbeitet, die Trauer noch nicht zu Ende. Das anfänglich gespannte Verhältnis zu Alitalia auf der menschlichen Ebene hat sich zwar gebessert, Missverständnisse wurden ausgeräumt, aber die juristische Bewältigung der Katastrophe wird den seelischen Verarbeitungsprozess wohl noch um einige Zeit hinauszögern. Die bisher ausbezahlten Sonderziehungsrechte kompensieren in den wenigsten Fällen das langfristige Einkommen der Unfallopfer. Weitergehende Entschädigungsforderungen und damit auch die Suche nach den Schuldigen werden wohl unausweichlich vor dem Richter enden müssen. Der Gang zum Berg dürfte sich wohl noch viele Male wiederholen, bis die Geschichte auch juristisch bewältigt sein wird. Ja, genau, das ist vorher auch ausgestanden. Ich muss nur Platz fürs Körper finden.